Hallo und willkommen zu den Nachtgedanken nach dem ersten Halbfinale hier direkt aus dem Pressezentrum. Im Hintergrund hört man noch die Pressekonferenz laufen, die Tschechinnen sind die Letzten, die jetzt noch dran sind. Und dann geht diese Nacht geschmeide und freudig in den Mittwoch über. Und ja, was haben wir heute erlebt bei diesem spannenden Halbfinale, von dem viele gesagt haben oder auch immer noch sagen, es ist das qualitativ wertvollere der beiden Halbfinals. Und am Ende kam eigentlich fast alles so, wie es zu erwarten war. Die 10 Qualifikanten hatten eigentlich fast alle oder viele auf der Rechnung. Schweden natürlich dabei, Finnland dabei. Dass die Schweiz noch reingekommen ist, ist jetzt nach der Performance vielleicht auch keine so große Überraschung, obwohl da einige doch etwas Zweifel hatten. Aserbaidschan ist raus, das erste zweite Mal in der Eurovision-Geschichte Aserbaidschans. Aber es deutete sich ja schon ein wenig an, die Umfragen und auch die Prognosen waren nicht so positiv. Für die Letten tut es einem ein bisschen leid, sie haben es wieder nicht geschafft und da haben jetzt schon doch seit vielen, vielen Jahren. Auf der anderen Seite freut es einen für die Kroaten, die seit 2017 das erste Mal wieder im Finale sind. Auch das ist für ein doch Eurovision-begeistertes Land wie Kroatien außerordentlich wichtig. Die Pressekonferenzen, die jetzt liefen, Auslosung der Startposition lief exklusiv auf TikTok. Die Pressekonferenz dann hier in der Nebenhalle hat irgendwie ganz interessante Perspektiven gebracht auf die Künstler. Loreen war außerordentlich locker. Man merkte, wie viel Last von ihr gefallen sein muss. Sie scherzte und shakerte mit den Journalisten. Das war sehr angenehm. Und toll, eine wirklich hochgradig extrovertierte Frau ist Mimi Cat aus Portugal, die in fließendem amerikanischen Englisch, Muttersprachniveau, Scherze machte und wirklich eine kleine Unterhaltungstalent ist, eine Komödiantin, die, das war toll. Also ich habe nochmal eine ganz andere Seite von Mimi Cat entdeckt, die ich vorher gar nicht so für möglich gehalten habe. Remo Ferdor ist natürlich für seine 21 ein erstaunlich reflektierter und kluger junger Mann, der aber auch ein Ziel hat. Er sagt, er will jetzt auch natürlich seine Performance noch weiter verbessern und auch möglichst weit nach vorne zu kommen am Samstag. Und gleiches Ziel haben natürlich auch die Finnen, die auch von der Presse und von den Fans, die da waren, umjubelt waren. Und Kerli, dessen Englisch ein bisschen eingeschränkter ist jetzt im Vergleich zu den anderen, hat dann aber in seiner improvisierten Art und Weise wirklich auch immer alle Lacher auf seiner Seite gehabt. Das macht Spaß und man weiß auch, er weiß jetzt, die Wettquoten stehen gut, die Prognosen sind gut. Der Sieg geht über ihn und er geht damit aber doch entspannt um. Es ist vor allem jemand, der Spaß haben will und diesen Spaß natürlich auf der Bühne verbreitet. Und genau das ist wahrscheinlich auch das Erfolgsrezept, um das es dann am Ende geht und was ihn dann möglicherweise auch tatsächlich ganz nach vorne spülen wird. Aber da sind natürlich noch andere mit dabei. Schweden, Loreen haben wir schon genannt, die jetzt nach diesem Halbfinale, ich weiß nicht, welche Art von Druck möglicherweise auf ihr gelegen hat, erstaunlich befreit wirkte. Und die Kroaten haben ihre politische Message nochmal unterzeichnet und dargestellt, wie wichtig ihnen das ist, dass diese politische Message auch rüberkommt, auch wenn der Text natürlich jetzt für die meisten Europäer nicht wirklich zugänglich und verständlich ist, aber die Inszenierung soll es sein. Gleiches hat auch Luke Black aus Serbien gesagt, der jetzt recht kurzfristig diesen Einzug ins Finale auf die Massaker, muss man ja sagen, in Serbien zurückführt, zwei Schulmassaker, Amokläufe und die das Land wohl doch etwas in Schockstarre versetzt haben. Zumindest ihn, er sagte, er hätte kaum arbeiten können, das Hotel nicht verlassen können, er hätte weinen müssen, ob der Nachrichten, die da aus Serbien kamen. Und deswegen hat er jetzt den Einzug ins Finale genau den Opfern dieser Amokläufe in Serbien gewidmet. Und Norwegen hatte irgendwie unglaublich Fans im Publikum in der Pressekonferenz, wurde kräftig umjubelt und Alessandra ist halt ja locker, wie sie ist. Sie genießt das, was da jetzt auf sie zukommen wird und obwohl so unterschwellig so ein bisschen die Hoffnung, dass das auch richtig gut wird, hat sie schon. Aber auch da ist es jetzt eher, sie hat das Finale erreicht, das ist ein Ziel, das sie erreicht hat und alles, was jetzt dazu kommt, ist Bonus. Und
Auch die Tschechinnen sind glücklich, da jetzt diesen Zieleinlauf hinzubekommen. Und jetzt kann man sich im Finale vielleicht nochmal ein bisschen anders ausprobieren und natürlich nochmal einer viel größeren Öffentlichkeit zeigen und präsentieren. Und auch da ist eigentlich schon Zielerreichung sozusagen erzielt. Und ja, bei Israel ist es auch so, dass man, glaube ich, nicht damit rechnet, große Gewinnchancen zu haben. Es wurde hier sogar gesagt, dass sie, als sie die Direktnominierung, als Noah die Direktnominierung durch das israelische Fernsehen angenommen hat, sie gezögert hatte, weil sie Sorge hatte, sie könnte sich eventuell nicht für das Finale qualifizieren. Das hat sie jetzt geschafft. Auch da Zielerreichung. Also unter das, was, dem, was man da jetzt bei der Pressekonferenz erlebte, die so ein bisschen anders gestaltet war als in der Vergangenheit. Es wurden mehrere Fragen zugelassen, nicht nur zwei, wie das früher war. Es war dementsprechend lang, aber auch hier kristallisiert sich heraus, von denen, die jetzt ins Finale gekommen sind, sind Schweden und Portugal diejenigen, die dann wahrscheinlich auch im großen Finale ganz weit mit da vorne mit dabei sein werden. Ja, das war die Nacht hier aus Liverpool, die erste Halbfinalnacht. Ihr habt ja alles am Fernsehen mitverfolgen können und habt das sicherlich auch getan. Und morgen geht es dann schon wieder in die Probenphase. Die erste Generalprobe des zweiten Halbfinals steht an. Wir werden in der Halle sein, das für euch beobachten und dann natürlich berichten. Und am Abend gibt es dann wieder einen Live-Blog. Auch vom Abend, von der Abendprobe, die früher ja mal Jury-Generalprobe hieß, aber jetzt, wo die Jury in den Halbfinals abgeschafft wurde, ist es eine weitere Generalprobe, Durchlaufprobe, wie die übrigen auch. Ja, das morgen Mittwoch, zwei Generalproben und wir berichten. Bis dahin, eine wunderbare Nacht. Enjoy Eurovision and let's party.